Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen jetzt hier zu einer weiteren Episode Road to Top 500 im ZU-Tier. Und ich habe ja sowieso irgendwie gefühlt die gesamte NPBL hier fast durch das Projekt halt. Na, wir sind ja noch lange nicht dabei. Wir hatten jetzt aber auch unterschiedliche Personen, Charaktere hier mit dabei gehabt. Wir hatten jemanden gehabt, der, ja, da weiß ich nicht ehrlich gesagt so ganz genau, was der halt eben hier macht, der Kentakio. Wir hatten außerdem einen Draft-Ligen-Champion gehabt, also Rudelrocker, der ja auch gefühlt 10 Ligen immer gleichzeitig spielt. Ich hatte dann außerdem noch... Ja, wie kann ich Lost Flow eigentlich am besten eingliedern? Ich meine, ich habe 8 Spiele mit dem gemacht und alle Matches verloren nur wegen ihm. Also das war schon wirklich ein Rekord, was du nie wieder irgendwie toppen wirst, was echt brutal war. Aber ansonsten, weiß ich nicht, da fehlt noch irgendjemand, der auf der Ladder richtig, richtig gut ist. Und da habe ich mir natürlich gedacht, komm, den besten Ladder-Spieler überhaupt in der deutschen Szene. Der nennt sich nicht nur selber so, sondern auch andere Menschen nennen ihn so. Das ist nämlich der Venikron, hallo. Ja, was geht? Ich bin der beste Ladder-Spieler Deutschlands. So. Meine ich doch. Ja, ja, das kommt ja nicht von irgendwo, sondern nennst dich ja auch wirklich selber so. Das ist richtig. Das hat ja auch eine lange Geschichte. Steht auch in meiner Kanalbeschreibung so, glaube ich. Das ist, ja, sowieso, die Kanalbeschreibung ist ein absolutes Highlight. Das kann ich jedem von euch auch nur empfehlen. Um da auch im Thema zu bleiben, ich musste heute auch gefühlt 17 unterschiedliche Rechtschreibfehler bei ihm ausmerzen. Aber darum geht es ja gar nicht. Er ist ein Spieler mit sehr, sehr langer Erfahrung. Ich glaube, mittlerweile bist du auch 32 Jahre alt, glaube ich, war das? Ja, mittlerweile bin ich so um die 42, ja. Meine ich doch, 42 Jahre alt. Und dadurch hat er natürlich auch selbstverständlich viel Erfahrung hier auf den Laddern. Vor allen Dingen auch ZU. Ich meine, so bei Leuten wie zum Beispiel Lost Flo, das war natürlich absolut gelogen, wusste ja jeder von Anfang an. Rudelrocker hat ZU nur in der Liga halt eben gespielt. Aber du bist ja wirklich jemand, der im ZU, du lebst das ZU. So war das. Naja, ich hab jetzt 12 Jahre, war ich in so einer Schule und da haben wir nur ZU gespielt. Und langsam gehen mir die Monster auf den Sack, aber... Krieg das jetzt raus, jetzt bin ich der Beste einfach. Nee, kann ich auch verstehen. Die Pokémon gehen einem langsam auf den Sack. Das Problem ist ja auch, dass im ZU-Tier einfach nicht so viele Pokémon drin sitzen. Und wenn du halt 12 Jahre lang immer dasselbe halt spielen musst, wird's halt irgendwann langweilig, verstehe ich. Naja, also da ist Oyu ja viel kreativer, meine ich ja. Sowieso. Also da müsste man hinwechseln, aber Sio hat gar keine Auswahl. Nee, so ist es. Leider. Aber wir haben das Beste daraus gemacht und haben versucht, hier jetzt gerade in wirklich so einer chemischen Labor, in so einer Umgebung wie beim chemischen Labor, weißt du, wir haben so Mixturen zusammengemixt und hast nicht gesehen, um ein perfektes Team zusammenzustellen, was wirklich eigentlich keinen Counter hat. Es hat eigentlich keinen Counter. Wir sind eigentlich wirklich jetzt bestens aufgestellt mit diesem Team. Und das Gute ist, du hast dich ja gerade eben freiwillig dazu berufen, dieses Team auch vorzustellen. Von daher würde ich sagen, hast du jetzt hier die Bühne, mein Freund. Beginne bei Trevenant. Was haben wir denn hier gebaut? Also wir haben uns so gedacht, wir brauchen ein Mon, das im Zio ist. Das ist schon mal ein guter Anfang. Wir brauchen das noch nie gespielt wurde. Und dann sind wir auf Trevenant gekommen, dachten uns so, ja, wir wollen ein bisschen böllern. Mhm. Und Poltergeist böllert ein bisschen. Und Woodhammer auch. Und dann brauchen wir noch ein paar andere Moves, wie zum Beispiel Rock Slide. Das ist einfach ein bisschen die Flying-Types und die Ice-Types, die reinkommen könnten, checkt. Und beziehungsweise da Coverage dafür hat. Und dann haben wir Trevenant dabei. Und ich rede einfach nicht mehr so, ich versuche nochmal. Was machen wir eigentlich gegen Aktilas mit Trevenant? Da haben wir doch bestimmt auch eine Strategie. Da haben wir auf jeden Fall eine Strategie. Wir drücken einfach gar nichts und gehen raus. Ja, wir haben auch Sevelly Water, ist ja auch auf deinem Mist gewachsen. Erzähl mal. Also ich dachte mir so, hat das Zio denn Switchens into Multi-Attack? Also ein 120er Base Water-Type-Move? Nein. Außer halt die Bonds, die da reinkommen. Und für die haben wir natürlich Coverage. Es kommt kein Pokémon rein, außer die da reinkommen. Ne? Dafür ist halt die Coverage da. So einfach ist das. In Venikrons Welt läuft das so ab. Ja, macht gleich Klick und dann sind wir durch. Panning Shot, um noch rauszugehen. Ich denke, der Rest sollte klar sein. Wir haben noch Stun für Skalar, aber der ist leider... der gönnt halt einfach nicht und hat keinen Toxic. Das heißt, wir müssen T-Waven hier. Ja, eine Fähigkeit hat er auch nicht gegönnt, der hat einfach eine Mimikry, was für eine Scheiße. Naja, du weißt ja nie, vielleicht sehen wir ja noch einen Chimpsticks oder sowas hier rumrennen oder so, wer weiß das. Stimmt, dann wäre es auf jeden Fall sehr, sehr sick. Ja, das stimmt. Also jetzt alleine für das Video sollte das ja auch passieren. Vor allen Dingen, weil da freue ich mich richtig drauf, wenn der Earthquake halt wirklich nur 2 HP Schaden macht. Das ist richtig. Und die Stone Age auch noch Mist. Da habe ich auch noch. Die Stone Age einfach nur Mist, ja. Das wird richtig toll. Und wo wir schon beim Misten sind, wir gehen weiter zu Raichu. Ja. Denn Raichu hat einen sehr coolen Movepool. Unter anderem auch eine gewisse Attacke, die sich Focus Miss nennt. Wir können natürlich hier mit Raichu mit Lightning Rod ein bisschen die Electric Type Attacks abfangen und dann mit Choice Specs richtig fett einen Focus Blaster nebenballern.
Das sind so meine Lieblings-Raichus, weißt du, die Elektrizität aufsaugen, um dann den Fokusblast zu missen. Gibt nichts Schöneres. Ja, das ist richtig. Also da habe ich auch schon richtig Bock drauf. Ich habe mir schon Popcorn bereitgestellt und das passt alles. Ja, ich auch. Ich habe ein ganzes Kino hier, sage ich dir. Also ich bin ready. Nee, das sind wir noch nicht. Wir haben ja noch Mr. Mime. Raichu, ja, Raichu kennt doch jeder. Ja, Raichu kennt jeder. Raichu kennt jeder. Hast du schon mal gebracht auf deinem Kanal. Wissen wir alle. Ihr blendet mal das Item aus. Und wir gehen direkt weiter. Also, wir machen direkt weiter. Das ist Meme gewesen. So, kommen wir zum richtigen Pokémon jetzt. Ich möchte mal ein bisschen was zu Mr. Mime sagen, weil Leute kennen sich vielleicht nicht so aus. Sie denken so, yo, wieso hat der Filter? Warum hat er die gleiche Fähigkeit wie Mega Aggron? Warte mal, ja, wir brauchen ja auch keinen Filter, denn wir spielen aber Soundproof, hallo. Das ist richtig. Natürlich spielen wir Soundproof. Was willst du denn mit Soundproof, Alter? Hast du Angst vor Spukbälle von Alpollo oder was? Ist ein Spukball nicht Bulletproof? Ach ja, kann das sein. Ach, damit Ordino kein Heal-Bell drücken kann. Ach so, ja. So ist richtig. Wegen Stunfisk T-Wave, damit die das nicht wegbekommen. Ich verstehe, ja. Über den Techniker drauf machen, Konfusion spielen, klar. Ja, aber wir können uns generell mit dem aufsetzen, der so ein bisschen das Gegnerteam pressuren, außer unserem Banditmon, unserem Spexmon, soll der noch ein bisschen pressuren. Und als letztes haben wir einfach einen fetten Iceberg, nämlich Everlock oder Everluck. Und also, ich hoffe, das passiert noch häufiger, dass wir hier im Video noch Aussprachen von dir irgendwie kennenlernen, von anderen Pokémon. Ich sag euch wirklich, wie das ist. Ihr braucht keine Mario Bart Show oder sowas mehr. Wenn ihr wirklich ihn habt, der versucht hier wirklich die Sprache Englisch irgendwie zu verstehen. Ich werde niemals vergessen, wie du Buffaland ausgesprochen hast, auf dieser französischen Art. Weil wie du da saßt, so durchgescrollt hast und du da so, Buffalon. Das ist so wie hier angekommen. Im französischen Neuguinea oder was ist hier? Aber ja, also, ich habe Erfahrung mit Everluck zum Beispiel, wenn der einfach ein plus 6 Liquidation von so einem Pinguin tankt und einfach 30% frisst. Habe ich auch gerade Erfahrung mitgesammelt, ja. Und der Iceberg einfach steht, weil er irgendwie nur 17% oder so abbekommen hat. Ja, genau. Dann dazu noch die Sturdy, weil wir die auf jeden Fall brauchen werden. Na, das schon. Wir haben nur 46 Speed F, vergiss das nicht. Und wenn da jetzt irgendwie so wirklich mal so wenn da ein gegnerisches Mr. Mime auf plus 2 steht, mit ein bisschen gefeiert, ja. Ja, dann werden wir auch natürlich nicht keinen Switchen haben. Generell, unser Switchen zu Mr. Mime sehen noch sehr weird aus, aber what the fuck? Nein. Niemand spielt Mr. Mime. Niemand spielt Mr. Mime. Genau, mit dieser Attitüde musst du hier rangehen. Es gibt keinen, der Mr. Mime spielt. Das ist die richtige Attitüde. Ja, ich würde sagen, ne, du willst hier nicht mehr weiter was erzählen, oder? Also, du bist, glaube ich, fertig hier mit deinem Monolog. Dann würde ich sagen, suchen wir jetzt erstmal ein Match und dann sind wir gleich wieder da. Wir brauchen Filter! Was willst du mit Soundproof? Oh, Gegner haben wir gefunden. Mitch the Homeboy, 31. Ist ein 31er, also schreibe ich ihm keinen davon. Ja. Ich finde wieder mal die Electric Switch-ins echt bombastisch von dem Gegner. Auf jeden Fall. Ich würde aber nicht mit einem Electric-Type leaden. Würde ich auch nicht machen. Ich würde einfach mit Trevenant lehnen und gucken, was er in Poltergeist reinswitcht. So, endlich mal. Eine gute Idee, wie ich finde. Ich meine, klar, soll er meinetwegen jetzt leaden mit Colossal. Kingler ist sogar Best Case. Da hat er überhaupt... Trotzdem Poltergeist? Willst du jetzt schon beginnen mit Predictions und so weiter? Ich würde sagen, Poltergeist one-shotet den trotzdem, aber du kannst auch gerne auf Woodhammer drücken, das hittet auch relativ gut. Poltergeist one-shotet den, never. Weißt du, wie bulky Kingler ist? Der bleibt schon drin! Mann, warum ist, weißt du, gerade eben noch, wir haben Tests mit diesem Team gemacht. Und wenig Saster hat immer klick geht hier so durch, weißt du, ja, okay, und dann eben kurz eine Frage, ja, das Pokémon, ja klar, das Pokémon reingegangen, es lief alles reibungslos. Was passiert? Allererstes Match der Aufnahme und wir kriegen in Runde 1 direkt halt eben das Fressbrett gestopft. Hallo, also ich will nur Spannung machen, das ist wichtig. Was gehst du? Ja, ich möchte hier keinen Nestflug 2.0 halt eben haben. Ja, ich bin in Raichu reingegangen. Civilly Ground! Was? Den hätte ich predicted. Wärst du einfach auf Surf gegangen? Den hätte ich bedeutet. Ich habe übrigens von meinem Popschutz habe ich ein Stück Plastik abgeschlagen gerade. Nice. Ach, das ist doch so dumm. Ich habe noch nie Silvally Ground in meinem Leben gesehen. Ich auch noch nicht. Nicht wirklich. Everluck wäre der falsche Play. Ich glaube, Silvally ist einfach unser bester Play.
Ja, das glaube ich auch. Das ist so klar, dass es gegen uns passiert. Ja, natürlich drückst du U-Turn. Hallo Lilligant. Hart in Avalok? Ne, Parting Shot in Avalok, oder? Wir sind schneller, 317 haben wir. Ja, wir sind schneller, ja. Ey, ich hätte alles hier jetzt gerade predicten können, okay? Und ich habe auch schon ein bisschen damit gerechnet, dass er jetzt einfach random Lilligant Scarf spielt. Warum denn eigentlich auch nicht? Ja. Himdelahela. Wir werden aber nicht drin bleiben, oder? Wir gehen einfach mal auf den Recover, würde ich sagen. Würde ich nämlich auch sagen. Ja. Guck. Jetzt sind wir wieder back im Game. Wir gehen Stunfisk und kriegen unsere Rocks raus, I guess. Oder. Ja, ich glaube, das ist der beste Play. Soll er meinetwegen Yawn drücken? Haben wir ja gerade eben schon herausgefunden, wie gut Yawn ist. Ja, wir wachen eh in der First Turn auf. Ja. Ich stimme das auch mit Stunfisk. Hast du recht. Nein! Was passiert hier? Nein! Ja, was denn das auch für ein weirdes Set? Ich hab doch keine Ahnung. Das passiert immer nur, wenn ich in Aufnahmen bin. Ich weiß doch auch nicht, was wir hier spielen. Okay, also wir legen jetzt keine Rocks. Nee, mach, dass es aufhört. Hol mich raus. Das ist leicht problematisch, glaube ich. Wir können, aber da, wenn er full... Der spielt Core-Mind da drauf. Ich glaube auch. Ja, was wollen wir dagegen machen? Willst du einfach Stone Edge drücken und hoffen, beten oder was? Nee, ich glaube nicht. Nee, will ich nämlich auch nicht. Da sind wir zwei. Wir können auch einfach Silvelli reingehen. Ich würde Raichu gehen und Voltswitch into Silvelli. Wenn er jetzt Core-Mindet, wird niemals Voltswitch reichen. Ah, wir sind Choice Packs. Ja, aber das ist ein Selfe. Okay, ja gut, nein, weißt du was? Ich vertraue in meinen Raichu. Ich widerspreche keinem, der in ZU Platz 1 geworden ist. Wer bin ich, dass ich dem widerspreche? Sie habe ich nie gespielt. Guck! Ja, ich sehe das auch nicht. Ich habe die Augen zu. Oh mein Gott. Wir werden jetzt gerade gesweept von dem Juxi. Naja, das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem, weil das kriegen wir echt nicht mehr weg. Ja, aber ich glaube, wir müssen Multi-Attacken und dann vielleicht Mr. Mime Mesplon. Ich glaube, es ist das Sinnvollste, was wir machen können. Ja. Schade, dass der schon weg ist. Wenn er jetzt Sub drückt, dann rotz ich dem aber sowas von in sein Frühstück. Das kannst du machen. Nee, er spielt nicht offensiv. Also er spielt auf jeden Fall defensiv. Sonst hätte er den Voltage nicht getankt. Wir können... Ich will nicht nochmal Nasty plotten, okay? Ja, wir drücken nicht Nasty Plot nochmal. Also langsam, also mit dem Trevenant-Zeug habe ich auch alles gegeben. Nein, aber Moment, das kriegen wir doch gar nicht hin. Wir haben doch trotzdem verloren. Wir drücken jetzt Mystical Fire? Warum? Willst du echt zwei... Oder? I guess... Wenn wir seinen Spare Tag droppen? Mir gefällt dein Denken. 21! 21! Ja, der Hessing Limit ist, aber wir kriegen den ja nicht mehr weg mit irgendeinem Pokémon. Vielleicht ja, maybe mit Avalok oder so, aber... Wir kriegen den nicht mehr weg, also... Wir haben doch sowas von verloren, Junge, Wir haben sowas von verloren, wir haben 6 auch verloren. 30%, guck dir das an. Ja, komm, drück okay. Dein Avalanche und freu dich deines Lebens. Ja, das brechen wir. Safe. Wir sind raus. Wir sind so raus. Tschüss. Okay. Okay, Moment, bevor... Nein, du sagst noch nichts, ja? Bevor wir in die Situation jetzt gleich reinfallen, dass uns ein Ninja-Tom sweept, okay? Weil ich sehe es schon. Ich weiß, wir haben jetzt gerade eben ja schon sehr viel lustiges Zeug erlebt, okay? Ich sehe es schon. Ich weiß, was hier passieren wird. Also, können wir uns darauf bitte verlassen, dass wir Ninja-Tom hier bitte uns nicht sweepen lassen? Wir werden Ninja-Tom uns nicht sweepen lassen. Bitte, ich möchte das nicht durchleben. Okay, hier gefällt's mir. Hier hat auf jeden Fall auch wieder kein Switch-In. Und außerdem, er schreibt Hello! Privet! So, ich würde sagen Raichu einfach, weil der wird auch nicht schneller sein mit irgendeinem Pokémon. Ja, er kann halt immer in den Ninja-Tom reinkommen. Da haben wir gar nichts gegen. Wir lassen uns nicht sweepen von Ninja-Tom. Vergesst das bitte nicht. Deshalb fangen wir auch nicht mit Ninja-Tom an, mit Raichu an. Mit Ninja-Tom fangen wir auch nicht an, wir haben auch kein Ninja-Tom im Team. Ich würde sagen, wir fangen mit Silvelli an. Maybe. Orbeetle. Jetzt kommen erstmal die Sticky Webs. Ja.
Wir können auch... Können wir Trevenant gehen? Der dürfte keinen Knockoff haben. Der dürfte auch keinen Knockoff haben. Wir können auch einmal Parting-Shot. Wenn wir Parting-Shot in Trevenant gehen, kriegen wir, glaube ich, einen... Ja, auf jeden Fall kriegen wir Poltergeist. Hallo, Sticky Web. Poltergeist, zeig mir mal einen Switch-In. Oder nenn mir kurz einen Venikron. Nenn mir kurz einen Switch-In. Was hat der für einen Switch-In? Oh, ich habe das Stück von meinem Mikrofon gefunden. Welch ein Glück. Das ist der Switch-In. Das ist ein Switch-In. U-Turn, der kitzelt auch nur. Vielleicht kriege ich das dann mit ein bisschen Uhu-Patafix oder sowas hier wieder dran. Wer weiß das schon. Kannst auf jeden Fall versuchen. Nee, ich glaube, ich kaufe mir einfach einen neuen Popschutz. Was hältst du denn davon? Also wenn du es mit Uhu dran klebst, dann verklebst du vielleicht noch dein Mikrofon. Das wäre sehr, sehr sick. Ja, das fändest du wieder richtig toll. Der nimmt doch auch 700 Millionen Schaden. Ja, ich wollte gerade sagen, guck mal, Trevenant, here we go. Also ich sag, Kingler wäre auch tot gewesen. Nein, okay, weißt du, nein, einfach nur, weil ich es kann. Pass auf, nein, das kalke ich jetzt sogar nach. Kingler. Niemals, der war live-up. Kingler live-up. Poltergeist. Das Gute ist, wir spielen ja nicht mehr gegen den Kingler. Was müssen wir jetzt hier machen? Silvelli, wa? Nee, der kann Power Whip haben. Ja, ich würde sogar Everglug gehen, nein. Guck dir mal das Switch-In von uns an hier. Oder einfach Silvelli gehen und einfach den hier machen. Also, das siehst du jetzt nicht, aber. Ist Silvelli und dann wahrscheinlich doublen into Everglug. Probably. Damit wir dann immer noch langsamer sind, er und dann einfach eine Feuerattacke drückt und uns rausnimmt. Wir können Rapid Spin. Er könnte Ballgappen oder sowas, was mir nicht so gefallen würde. Das würde mir gefallen, weil Multitech trotzdem killt. Ja, weißt du was? Man muss ja auch ein bisschen Schnelligkeit in die Sache mit reinbringen, pass auf. Wie hätte gesagt, Ballgappen. Wir können auch einmal Parting Shotten into Everlang. Ja, Parking Shot into Everlake ist, glaube ich, der Play. Aber es ist nicht schneller. Ja, wird uns einfach Bloodgeist umbringen. Pass auf, da wollte ich gerade sagen, das Ding ist, er hat jetzt so Accuracy drin. Also spielt er auf jeden Fall Power Whip. Ja, ja. Warte mal, Center Scorch. Jetzt muss ich mich mal hier ein bisschen. Power Whip killt uns halt auch. Ja, das war klar. Ah. Das ist ein Plus 1 ein Power Whip killt, den wir haben wir anzunehmen. Können wir irgendwas sacken? Das brauchen wir nicht. Wie sieht Stunfisk hier aus? Gefällt mir nicht. Wir müssen halt in Everlug gehen. Ich glaube, Everlug kann potenziell das Leben. Das glaube ich auch, aber ich glaube nicht, dass wir da hart rein switchen sollten, sondern eher jetzt Stunfisk oder so reinschicken. Stunfisk macht halt die komplette Arbeit gegen... Ach, gegen Snappo. Butterfree gegen... Oh, Beetle sieht ja auch noch nice aus, wenn dann Sack... Ja, aber ich will unseren Spezialattacker nicht sacken. Probably Silvelli sogar second ist der Play, obwohl wir Flamethrower drauf haben, was potenziell noch wichtig werden könnte für Ninjas. Nee, weißt du was? Okay. Oh! Egal. Das ist guter Chip. Komm. Ja, echt guter Chip. Zum mal auf Multi-Attack gehen. Wir gehen nicht auf Flamethrower. Nee. Nein. Das mache ich ganz bestimmt nicht. Jetzt müssen wir spinnen. Raichu ist sogar schneller, aber ja, wir müssen spinnen. Nein, du killst uns auf gar keinen Fall. Nicht mal einen Two-Shot musst du dir mal vorstellen. Also jetzt klar mit der Dingskin. Outspielen wir den? Nein, wir outspielen auf gar keinen Fall. So, jetzt haben wir ein anderes Problem. Jetzt müssen wir wieder einen Switch-In finden. Oder bis Second Everlug, weil wir haben ja die Webs wegbekommen. Ja, wir haben die Webs wegbekommen. Er kann. Er setupt sich probably. Also gegen Ninja Tom können wir nichts machen. Gegen das andere Mal böllert uns weg, weil es aber speziell ist. Orbital wahrscheinlich auch. Ja, Buddy Press macht, glaube ich, mehr. Ja, sicher, oder? Das ist mehr so useful. Wir sind tot. Wobei, wir sind Def Minus. Ja, vielleicht macht er ja irgendeinen Schwachsinn. Nee, nevermind. Wäre ich hier auf Recover oder sowas gegangen? 13%, das reicht halt nicht aus. Ja, dann würde ich auf einmal stehen. Ja. Was macht der denn? Leech Life reicht jetzt halt aus, das ist doof. Ja, klar, aber das... Aber wir können danach eh killen. Also... Das ist nicht das Problem. Wir gehen einfach ins Pantymos dann und revengen den. Was hat denn der gedacht, in was wir reingehen? Pantymos? Ja. In sein Firelash, weißt du, weil Pantymos 2 physische Verteidigungspunkte hat. Ja. Hallo, Mr. Mime. Könnte leben. Mr. Mime. Back in game. Was ist eigentlich das Beste, was wir drücken können? Psychic einfach. Na, okay, hast recht. Nichts mehr. Ja, ist okay. Shedinja. Ah, Shadow Sneak macht wahrscheinlich ein bisschen was, oder? Jetzt die Frage: Spielt der Heavy Duty Boots oder Sash? Immer Heavy Duty Boots eigentlich. Er hat nichts zum Defogen, er wird Heavy Duty Boots spielen. Was meinst du, was macht so ein...
Shadow Sneak. Safe über Hälfte. Ja, du hast so einen Kalk offen, oder nicht? Ach, weißt du was? Ich schau mal ganz kurz nach. Wir haben Filter, das ist wichtig. Wir haben Filter. Shadow Sneak macht 66-78%. Wir müssen was machen! Wir können es riskieren. Auf geht's. Oh, gut. Wusste ich natürlich. Und jetzt können wir T-Bolt Spam haben. Fast gewonnen eigentlich. Wir haben schon gewonnen. Das kannst du ruhig auch so, wirklich, das kannst du mit breiter Brust jetzt auch sagen. Nein, das sag ich jetzt. Wir können uns setupen. Ja, lass setupen. Also, ich meine, was will er tun? Bugbuzz. Sticky Web, ja, immer her damit. Ja, das ist Sticky Web. Wir drücken jetzt Mystical Fire nochmal, damit sein Spare Attack nochmal gelowert ist ein bisschen. Oh, wenn ich 75. Wenn ich einmal noch Filter. Auch voll okay. Nee, nein. Butterfree ist auch nicht schneller. Aber das spielt safe. Wir können Mystical Fire drücken, dann ist er aber gelowert, sein Spare Attack. Von daher ist schon gut. Und danach können wir überleben. Quiver Dance. Ja, das überleben wir. Überleben wir. Wenn er jetzt nicht auf Sleep Powder geht, ist auch fein. Ja, einfach Psychic Blow. Meinst du, der geht auf Sleep Powder? Ja, wenn nicht, gehen wir ins Stunfisk. Das ist unser Switchen. Okay. Yes! Ja! Die 3% Misschance getroffen. Geil! Ja, Mann. Deswegen, ich sag euch ja, wie das ist. Das erste Match hat überhaupt gar nicht das gezeigt, was überhaupt unser Team drauf hat. Was nimmt ein Crustle eigentlich auf plus 2? Mit Psychic Twisted Spoon auf plus 2? Das tut bestimmt weh, oder? Wir müssen drücken. Rausgehen ist keine Option. Aber der ist gefährlich. War das jetzt gut? I guess wir können mit Trevenant mitleben. Wenn nicht, sind wir eher am Arsch. War das jetzt gut? Ja, er kriegt den so oder so raus. Das ist nicht das Ding. Ja, aber war das jetzt... Also, bist du sicher, dass wir was überleben? Trevenant ist bulky. Der hat eine 110er Death, glaube ich. Okay. Ich vertraue dir einfach mal. Ja, glaub, was anderes haben wir eh nicht. Ja, da hast du natürlich recht, leider. Ja, Defense ist doch nicht so gut, aber... Nee. Ich kann mich noch an deine Worte erinnern, als wir das Teambuilding gemacht haben. Also so Defense gibt's im ZU nicht. Ja, Avalak hat eine gute Defense, aber gegen Crustle will er auch nicht drin bleiben. Nee, will er auch nicht. Ach, süß mal, Exosor, tschüss. Aber jetzt Trevenant. Ja, wir probieren's ja. Zeig mir seinen Poltergeist. Nein, nur einfach Hornleech. Ich wollte gerade sagen, ne, ich bin da doch nicht mehr so der Fan davon. Wie, es gibt keinen Rode NT-USB-Pop-Schutz mal eben so zu kaufen. Safe-Call. Och, nee, jetzt hab ich wahrscheinlich das seltenste Teil vom Mikrofon kaputt gemacht, weißt du? Oh no. Doch, hier Pop-Schutz. Den Arm kannst du immer nachkaufen, aber den Pop-Schutz nicht. Ja, weißt du, alles kann ich nachkaufen. Wahrscheinlich sogar hier diesen Mikrofonkopf, der hier drin steckt, in diesem Mikrofonteil da, weißt du? Ja. Wahrscheinlich kann ich alles nachkaufen, außer Pop-Schutz. Tatsächlich? Mach's einfach eine Socke drüber, packt. Passt. Habe ich hier oben immer so eine Marke, weißt du, und die ich mich dann zurückerinnern kann in unserer Aufnahme. Das Ding ist, während er überlegt, können wir noch ein bisschen Pokémon-Aussprachen üben. Ah, oh, süß, nice. Ja, stimmt. Wir können ein bisschen Pokémon-Aussprachen üben. Können wir weiterhin, hast recht. Also das gute Krüssel ist gerade gestorben. Krüssel. So, das Pokémon ist jetzt eine übelst riesige Gefahr. Weil der ist auch, glaube ich, schneller als... Er drückt F. Er drückt F. Moment. Wir Hornleechen einfach. Ja, wir können danach immer mit Reich revengen, wir sind schneller. Das reicht aber nicht. Doch. Nevermind, ich hab gar nichts gesagt. Trevenant, Alter, was ist Pokémon? Du hast Trevenant unterschätzt. Unterstützt? Ja, ich glaube. Aber ich muss das Pokémon mehr unterstützen. Los, Trevenant, vor. Ich glaube, wir sollten das gewinnen. Ja, lass auf Hornleech bleiben. Stunfisk, komm, wir machen es mit Stunfisk. Ja, Stunfisk, wir machen erst eine T-Wave, damit wir danach safe outspeed mit Reich. Wir machen erstmal eine T-Wave. Ja, ist okay. Recover dich ruhig hoch. Wir T-Waven dich mal kurz. So, jetzt gibt's aber die Rocks. Go. Ah, der crittet uns. Respektlos. Dafür critten wir dich jetzt erstmal mit Stone Edge. Pass auf. Respektlos. Oder du kriegst jetzt einen Full Para. Noch viel besser. Können wir das mit Orbital. Ich glaube schon. Wir critten halt einfach mit Own Edge. Vielleicht. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, wir müssen raus. Meinst du, wir überleben das? Meinst du, wir killen das? Wir müssen probieren, I guess. Oh oh. Ja, wir überleben den. Ja, wir überleben das, ja, stimmt, klar. Ja, easy. Ja, good game. GG, no problem.
No problem. Ich habe so viele Punkte verloren, ey. Ich war mal so weit oben. Man nannte mich mal den Ländermeister im Z-U-Tier. Egal, komm. Einen Sieg haben wir uns schon mal geholt. Also gegen... Wegen mir hast du nichts verloren. Stimmt, tatsächlich. Überraschenderweise. Komm, ja, nächstes Match. Auf damit. Einfach weiter. Was spielen wir? Orange Puffball. Was spielen wir hier? Jigglypuff? Was... Es kommt mir so vor, als würde er uns trollen und einfach uns komplett hops nehmen jetzt gleich. Aber es ist gut, dass er uns trollen will, dann holen wir uns nämlich easy Punkte. Pass auf, ich liebe mit Raichu. Das wird richtig sein. Ja, drück einfach T-Bolt. Prankster, Bangster. Hat er nicht Fake-Out? Na, ich glaube nicht. Wenn, dann hat er Yawn, Dual Screens oder sowas. Aber Fake-Out drückt er nicht. Dann gehe ich auf Volt Switch. Aber dann was wollen wir rein? Switch. Können wir es dann meinem Setup gegen den? Oder? Oh, stimmt. Na. Ja, doch. Ja, gegen so einen Yawn würde ich auch immer setupen. Wir können Trevenant einfach. Ach, Trevenant! Meowstic hat Yawn, safe. Okay, nevermind. Dann revidiere ich meine Aussage. Oder nee, wir können auch Hornleech drücken, ist scheiße. Ich wollte gerade sagen, ich bin kein Fan von Poltergeist, aber Hornleech oder Woodhammer. Wollen wir nicht einfach Woodhammer drücken? Wollen wir nicht mal. Das habe ich auch überlegt. Wollen wir einfach nicht mal Woodhammer drücken? Reflect my ass, Alter! Boah! Weil nochmal Woodhammer. Was sagst du? Ich glaube, er wird jetzt Yawn. Lass den Raichu gehen. Auf den Yawn. Weil ich habe keinen Bock mit Yawn gegen den Setup dann draußen zu sein. Oh, perfekt. Oh. Nehme ich mit. Also, da ist mir dann auch der Lightscreen egal. Das macht auch durch den Lightscreen Schaden, mein Freund. Hätte ich jetzt auch gesagt. Oh, guter Chip. Mit T-Bolt hätten wir. Hätten wir nicht gekillt. Nee, Avalak ist ja, denke ich mal, der Play. Ja. Hat er nicht Heatwave? Wenn er nicht Close Combat kann oder sowas. Sag mal, es critten uns auch alle. Wo ist eigentlich unser Crit? Wo ist die Gleichberechtigung in diesem Land? Ich will gerade nicht sagen, er hat unser letzter ihn an Sleepowder gemisst. Von daher ist es alles noch okay. So, das ist halt schon mal direkt der falsche Gedankengang, den du hier aufsetzt. Ja, das ist nicht richtig, wie du denkst. Der wird Meteorbeam sein. Das heißt, wir gehen Stunfist paralysieren, den gehen an Trevenant und killen den dann. Ja, da bin ich halt voll dein. Ja, Meteorbeam, my ass, komm. Was machst du? Zwei? Oh, zwei? Ja, wir müssen T-Wave. Guck mal, die 2 stimmte ja, es sind 12 zwar geworden, der bleibt auch noch drin, weißt du, dafür wird er jetzt bestraft. So, wir beginnen. Wir können auch Rocks drauf links. Ja, der hat keinen Earth Power, glaube ich. Der wird keinen Earth Power drücken. Der hat keinen Earth Power, glaube ich. Echt? Ich glaube, die Sonne hat auch keinen Earth Power, ja. Der hat einfach keinen Earth Power. Nee, das stimmt, die Sonne hat auch keinen Earth Power, deswegen sind wir auch auf der Erde. Okay. So, aber er macht doch guten Schaden. Egal, Q! Nee, warte mal, was ist jetzt hier eigentlich sein Move to go? Ich kenne dieses Pokémon gar nicht. Der wird seinen Unlicht-Move drücken. Der ist jetzt in dieser Form, wo er seinen Aura-Rad drücken kann. Unlicht-Move kriegt einen Boost. Aber wir können Everlock gehen und einfach dann Bodypressen gleich. Ich weiß nicht unbedingt, was er uns kann, der ist physisch. Der könnte einen Fire Fang. Haben die sowas wie Fire Fang? Ja, die spielen Fire Fang. Wenn der Band ist, spielt er auf jeden Fall Fire Fang. Wenn er live ist. Also Avalak. Ja, Avalak dürfte safe sein. Ich glaube nicht, dass er das setupen kann. Aura Wheel, siehste. Ja. Macht ja gar keinen Schaden. Was für Aura Wheel. Ich würde auf Recover gehen. Können immer raus. Recover. Ja. Und weil er jetzt wahrscheinlich raus switcht. Das macht auch keinen Schaden. Ja. Und jetzt können wir einfach mal auf den Body Press drücken. Ja, zeig mir sein Switch-In. Auch Jigglypuff nimmt davon gut, hallo. Relikant ist kein Switch-In. Stark. Yo. Head Smash macht uns auch gar nichts. Ich würde trotzdem rausgehen. Niemals. Pass auf, ich geb dir, jetzt mal. Ja, es macht nichts, aber wir sind angecheckt. Ja, komm, drück Body Press und fertig. Nee, ich drück jetzt nämlich Recover. Ich möchte nämlich gucken, was er drückt. Ja, soll sein Head Smash aus. Wenn er Meteor Beam ist, sind wir auch im Arsch. Relikant kann Meteor Beam? Ja. Nee. Also das glaube ich erst, wenn ich es mit meinen eigenen Augen hier sehe. Relikant. Nein, hallo. Der kann auch safe Meteorbeam. Natürlich kann er Meteorbeam. Das soll er ruhig drücken. Willst du auch nochmal unsere spezielle Defensive angucken und auch nochmal lachen? Ich würde bei dir gucken, nee. Er kann auch missen. Aber dann ist unser Avalak mega gechippt. Ah, der misst jetzt einfach. Ja, der misst einfach jetzt. Schade. Ich meine, wir kriegen uns gegen Mopeko eh wieder hoch. Gegen jedes physische Mon von dem kriegen wir uns hoch.
Nein, nee, da hast du schon recht. Wir können auf Anfersen immer noch halt Heatwave drauf haben, ne? Aber ansonsten kriegen wir auch den halt weg. Anfersen stirbt, wenn er nicht Heavy Duty Boots ist. Ah, doch nicht. Nein, der stirbt nicht. So funktioniert Mathe nicht. Ich habe in der Schule aufgepasst. Nee, ich mach jetzt einen Timer an, der braucht mir hier zu lange. Ach, ja. Kaum sag ich. Nee, Recover. Recover. Hä? Wenn du es jetzt nicht flinscht. Ja. Ich weiß auch nicht, was er da tut. Ich kann nochmal recovern. Was willst du machen? Ja, ist ein cooler Iceberg. Oder der will jetzt auf Firefang Burns gehen oder sowas, aber naja. Flinch könnte auch noch. True. Aber flinch nicht. Wir sind einfach der bessere Spieler. Bodypress rein da. Ja, jetzt ist ja hier Feuer frei, oder nicht hier? Guck mal, der macht sich mit Lifehop die ganze Zeit selber Schaden. Ja. Tschüss, Mopeko. Was hat denn der vorgehabt? Was war denn sein Problem? Der trägt die Boots. Ja, dann lass mal auf Avalanche gehen. Wir brauchen den eh nicht für so viel mehr. Nee, true. Der tauntet uns so wie die ganze... Ja, komm, tschüss. Wir machen dich. Das wär ein starkes 6-0. Ich hab gesagt, wenn du mit mir spielst... Wir gehen Trevenant. Wir gehen Trevenant, drücken Horleach. Warum gehen wir nicht Sylvelli, drücken einfach Multi-Attack? Weil Trevenant Hornleash noch HP back bekommt. Ja, okay. Und weißt wir du, was featuren den doch. Wir featuren den doch. Ah. Was ist das für ein Film? Drück den Hornleash, dankeschön. Hab ich alles safe. Keine Sorge, du brauchst dir nicht in die Hose machen, ja? Heute brauchst du keine Windeln tragen. Ja, ich hab den Mann. Ja, hab ich mir auch schon gedacht. Ich bin immerhin erst 12. Mit 12 trägt man noch Windeln. Moment, das ist jetzt gerade eine gesetzliche, ganz, ganz schwer für mich jetzt hier zu unterstützen jetzt hier, ne? Also, du bist 12 Jahre alt und bist auf YouTube. Das ist, da muss ich aber jetzt aufpassen, was du hier tust. So. Stimmt, auch wieder. LOL, GG, gotta go. GG. Hab ich doch gesagt, 6-0. Bam! 6-0. Du hast es schon irgendwie so ein bisschen predicted, ne? Das muss man ja schon sagen. Ja, hab ich schon predicted. Noch ein Match, rein dafür, wenn die Folge 2 Stunden lang geht, meinetwegen. Oh no, da haben wir jetzt, glaube ich, das ist sozusagen, weißt du, Viability Rankings, Platz 1 bis 6. Das ist der Shit. Das ist die Meta einfach. Das ist der Shit bis darauf, dass er keinen T-Ball switchen hat, wenn Sylvelli nicht Sylvelli Ground ist. So. Ey, ich schwör dir, wenn das auch Sylvelli Ground ist und so, dann ist das ja aber Facts. Ich würde mit was leaden wir denn? Ja, mit was leaden wir? Lass mit Sylvelli leaden. Ich hab Angst, aber ich bin Fan, weil Rotom kommt jetzt, pass auf. Oh! Ja, Bodo. Ist okay, wir können Parting Shot nehmen. Nochmal, sorry, ich hab das nicht ganz mitgekriegt. Wie heißt das Pokémon? Gabodor. Ich weiß, dass es Gabodor heißt, aber ich hab einfach Gabodor gesagt. Wollen wir mal Parting Shotten und dann einfach mal in unser Stunfisk gehen? Damit der Stomping Tantrum drückt. Auf einen Drain Punch oder Stomping Tantrum würde ich fühlen. Ja, fühle ich auch. Wir kriegen die Rocks raus, er kriegt seinen Toxic Spikes. Das ist fein. Ja, ist okay. Wir haben unseren Poison-Type in Mr. Mime. Ja, ja. Der kümmert sich schon um die T-Spikes. Ja, normale Spikes sind für uns auch nix hier mehr. Guck mal, jetzt kommt Stay Frog. Wir haben Rocks. So, pass auf, Rotom sag ich da immer. Rotom, Schmotom sag ich da, deswegen drück ich jetzt einen Stone Edge. Der wird Willow und oh mein Gott, nein! Nein, wir critten, alles safe. Ich dachte, der geht instant auf Defog. Wahrscheinlich geht er auf Defog, geht safe auf Willow. Naja, aber wir haben nicht wirklich die Antworten, also von daher ist fein. Ja, halt auch, guck dir mal Rotom gegen unser Team an. Ja, also, Rotom ist nicht gut, aber ist nervig halt. Rotom ist nicht gut, sagt er. Ja, wir sind in einer prekären Situation. Wir können Edge drücken. Wir critten. Oh, wir critten einfach kurz. Ja, wir critten nicht, wir gehen hier lieber raus. Aber wir treffen zumindest alles. Und er kann sich nicht hochheilen. Painsplit hat er noch. Ja. Bei Bullibus Packs. Volt Switch, Painsplit. Er hat kein Leftovers, wahrscheinlich ist der Kolber. Ja, true. Gut mitgedacht. Ja. Ja, ich würde jetzt einfach mal die Klöten auf den Tisch hauen, einfach in Raichu reingehen und dann keinen Schaden mit Volt Switch machen, um dann halt reinzugehen in Avalok, was davon viel zu viel Schaden bekommt und weil wir auch Will-O-Wisp wollen. Der ist halt schneller als unser Mr. Mime, was ganz schön uncool ist. Mach halt mal. Okay. Ich überleg noch, was der gute Play ist. Ich überleg noch, was gut ist. Guck, pass auf, und jetzt machen wir richtig Schaden mit Volt Switch. Ich überleg noch, was der gute Play ist und du kannst schon mal drücken. Ja, ich überleg noch mal, was der gute Play in Turn 5 war. Überleg noch mal.
Der guckt jetzt wahrscheinlich und schaut jetzt in seinem eigenen Teambilder nach und guckt so, was kann das Raichu eigentlich? Guck mal, wie viel Schaden das macht. Hemdala. So, was machen wir denn jetzt? Der kann sich halt nicht hochhalten, also können wir jetzt einfach Stunfisk greifen. Nee. Warum hast du mir das nicht als guten Play eigentlich verkauft? Wir können da nicht rein, weil wir verlieren. Nee, dann gehen wir einfach Raichu Volt Switch. Stunfisk hat schon seinen Work gemacht. Hab ich gesagt. Hab ich doch gesagt. So, wir gehen jetzt auf Volt Switch. Wenn er kein Still Valley Ground hat, sind wir good to go. Der hat kein Still Valley Ground. Wir können auch surfen, weil das auch das Still Valley Ground treffen würde. Der hat kein Still Valley Ground. Okay, gut. Der hat kein Still Valley, daran glaube ich nicht. Der würde jetzt reingehen, wenn das Still Valley Ground hätte. So, siehst du. Ja, so, was perfekt. Was sieht am besten aus? Und wir können jetzt mit Everluck eigentlich spinnen. Theoretisch. Oh, ich sehe hier schon wieder einen Klaubitzer vor uns. Ja, Klaubitzer kommt rein. Dann geh auf Still Valley. Still Valley King kann das Party shoppen. Okay. Ich weiß auch nicht, wie wir das Ordino klein bekommen. Trevenant? Fragezeichen. Hallo Garb. Ja, nee, lass auf Panic Shot gehen und Everlock dann einfach spinnen. Nein, ich habe die Schnauze voll von diesem Pokémon. Ich habe jetzt gestrichen die Schnauze voll von diesem Pokémon. Wir machen ja, mit Multi-Attack 28%. Gut, Panic Shot. Ja, Panic Shot. Nein! Ich habe auf Skip gedrückt! Ich schwöre bei Gott, ich habe auf Skip gedrückt! Jetzt geht die Welt unter. Nee, ich drücke erst Poltergeist. Okay. Nee, der geht in Ordino. Lieber nicht. Lass lieber auf einmal lang gehen. Ich hab auf Skip gedrückt. Das Game hast du jetzt weggeworfen. Wir gehen auf Everluck jetzt schnell. Okay. Ist nie was passiert. Nie ist irgendwas passiert. Go. Ja, einfach spinnen und dann. Ich bin auf Skip gegangen. Dann auf einmal war die Runde schon vorbei und dann ist da waren halt die Pokémon. Spikes, Toxic Spikes. Da ist ein zweiter Ghost Tab. What? Ich hab doch keine Ahnung, was wir hier spielen gerade. Also nicht wir spielen, sondern gegen was wir spielen. Wollen wir gucken, ob der Flamethrower hat? Wollen wir mal gucken, ob er vielleicht SD Flame Charge spielt, ja? Klar. Ist die Flame Charge, wäre nicht so schlimm? Weil? Everluck? Weil wir mit Avalanche so viel Schaden machen, sagst du, ne? Ist nicht schlecht. Ich meine, wir können halt eh nichts reinswitchen. Ich hab's doch gewusst. Was hätten wir reinswitchen sollen? Nee, wir machen ja gut Schaden. Alles gut, beruhig dich wieder. Du brauchst mich ja nicht gleich so anbrüllen. Ich brüll dich nicht an. Immer mit der Ruhe. Wir kriegen das hin. Ich kann auch ASMR machen, wenn es dir lieber ist. Oh Gott, bitte erspare uns das. Bitte nicht. Aber das Gute ist, wenn er jetzt Flame Charge drückt, dann ist Avalanche also ein Move, der ihn. Also dann ist das richtig Chocuzel. Ja, guck, pass auf. Guck, jetzt pass auf. Guckst du auf Lawine, guck mal, zack. Boah. Wir können nochmal Recover drücken. Meinst du, der geht jetzt hier einfach wieder auf Flame Charge? Ja. Oder wenn er nicht auf Flame Charge geht, geht er auf irgendwas anderes und macht uns keinen Schaden. Nee, wir sollten auf Avalanche bleiben. Deine Meinung. Moment, das gefällt mir jetzt hier nicht. Das ist jetzt hier psychologische Spielchen. Warte mal. Moment. Psychologische Spielchen. Was holen wir denn daraus, wenn wir jetzt recovern? Dann macht uns das doch sowieso 23%. Wenn er jetzt SD drückt, dann drückt er danach Flame Charge und macht uns Hälfte. Wird er hier SD drücken, wenn wir einfach auf Avalanche gehen können? Nein, aber wenn er Flame Charge drückt, der macht uns doch sowieso 23%. Wir waren ja auf 100%, das heißt, wir gewinnen da nichts. Er und Speed drückt auf Flame Charge, wir kommen wieder auf 100%. Naja, also. Wir kommen mit 23% da raus, theoretisch. Jetzt kommen wir mit 50% raus. Ach, wir kommen. Nein, nicht mit 23%, wir kommen mit 77% da raus, das wolltest du ja sagen. Ja, genau. Nee, das ergibt auch Sinn, ja. Der hat absolut hat der Aurasphäre. Ne? Der kann auch einfach Aquawelle drücken und wir sind tot. Der muss auch Aquawelle drücken und dann sind wir down. Civelli Water macht der überhaupt nichts gegen. Der lacht ja eher darüber, glaube ich. Aber wir können vielleicht Parting Shot into Trevenant. Wir können auch Parting Shot into Sterben drücken. Ist auch ein Plan. Na, bin ich nicht so der Fan von. Einfach Parting Shot into Raichu. Und dann T-Bolt. Guck mal sein Team an. Naja, aber ich will nicht mit Raichu einen Hit fressen. Wenn wir Parting Shot into Raichu drücken, sind wir auch tot mit Raichu. Müsste Raichu safe reinbekommen. Aber Rocks weg, also die Ding wegzubekommen, wäre wichtig. Ich glaube, Still Valley jetzt hart reinzugehen, ist auf jeden Fall ein Play. Okay, dann bin ich doch ein Freund davon. Weil das war ja auch eigentlich mein Grundgedanke. Der Aurasphäre hat er sogar wirklich. Ach, der macht so viel Schaden, Alter.
Aber das ist auch aus Sphäre gelockt. Safe. Weißt du das? Eine Million Prozent. Trevenant. 1 Million Prozent. Das ist ja. Das, wirklich, das ist er. Ja, nice. Hornleech. Gehen wir auf Hornleech. Wenn Garbodor reinkommt, das ist jetzt der 50-50 halt. Ich drück Poltergeist. Okay, drück Poltergeist. Der geht hier doch nicht in Ordino oder komm. Könntest du Midground mit Rockslide machen, aber ich glaube, das wird uns nicht zu irgendwas führen. Dankeschön. Ja, perfekt. Dankeschön. Schön, schön. Drück bitte, drück bitte. Nein! Nein! Ah! Wir haben alles gut gemacht. Alles richtig gemacht. Wie viel Speed hat der? Wie viel Speed hat der? Wir können outspeeden, wenn er Min-Speed spielt. Ja, ich glaube, wir müssen einfach Poltergeist drücken, oder? Ja, Poltergeist, let's go. Er trifft auch die Gangshots. Ja, der hat letztes Mal nicht so viel gemacht, das war ein Roll. Scheiße. Mr. Mime? Mr. Mime. Psychic? Und Psychic und dann wenn er in den ich geht, überlege. Ja. Dann setupen wir uns, so. Oder nicht? Ja. Ja, würde ich probieren. Wir sind nicht schneller als Lightning-Box, dann würde ich sagen. When I wish, das ist okay. Ja. Meinst du, drückt Protect oder geht jetzt hart raus und zum Beispiel seinen Lycanroc? Lycanroc stirbt einfach, von daher würde ich. Der Zash. Nee, hat er gar. Ja, das ist doch egal. Psychic. Ja. Nein, wir killen nicht. Aber egal, warte. Passt, wir können einfach nochmal auf Nestcut gehen, oder? Psychic killt doch jetzt. Wie viel hat vorhin Psychic gemacht? Nicht so viel. Nee, er hat oder? Bestimmt Protect drauf. Ja, wir haben 64 ja. gemacht. Na, ist ein nice Blood Game. Ja, gut. Nein. Und jetzt kriegen wir einen Sack. Gut, Mann, Alter. Das heißt, er sackt jetzt an Ordino, damit er Cellrock mit Lycanroc drückt. Ja, ist fein. Und gegen Cellrock könnten wir potenziell, ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, kriegen wir da Everlock nochmal rein? Also danach? Das wäre wichtig. Also wenn wir Mr. Mime jetzt sterben lassen, aber wir brauchen ihn für Garbodor, ne? Ja, true. Das heißt, wir sacken jetzt Silvally Water und gucken, ob wir mit Everlock jetzt dann... Hätte ich auch gesagt, doch. Ja. Finde ich gut. Er kann die Edge auch missen. Einfach Stone Edge, okay. Ich wollte gerade sagen, er kann halt auch missen, aber... Everlock, Rapid Spin. Ja, Everlock in Rapid Spin. Vielleicht hat er auch Angst, um, dass wir Body Press drücken und einfach... Genau! Oh, ja. Genau! Weiter so! Und jetzt drück einfach mal Body Press. Okay. Ja, wenn er nochmal misst, ist er draußen. Er crittet aber auch, wenn er trifft, oder? Kann das sein? Wo sind wir hier eigentlich angekommen? Ja, kann sein. Outspeeden wir? Wir outspeeden mit Reitsch, oder? Nee. T-Ball dürfte killen. Wir outspeeden nicht. Das, dann haben wir eh verloren. Nein. Er misst jetzt einfach Stone Edge. Weil er gelockt ist, weil er Bandit spielt. Nein. Ja, Nein, T-Ball. Der stirbt doch nach T-Ball. Ja. Ach, Mann, Alter, du triffst auch jede Scheiße. Nee, dann misst du jetzt ganz einfach. Der Crit war nervig. Der wäre nämlich weg gewesen, hätten wir gewonnen gehabt. Nein, wir machen jetzt noch ein Match. Damit beende ich hier nichts. Orange Puffball, warte, Orange Puffball, den kennen wir doch. Nein, ich glaube. Ich kenne den aber. Orange Puffball, gegen den habe ich schon gespielt gehabt. Egal, ich habe gesagt, letztes Match ist das hier, ne? Du erinnerst dich. Ja, das ist das aber, letzte Match, das hatten wir gesagt. Orange Puffball, an den kann ich mich voll erinnern. Und dann kann ich mich auch erinnern, dass ich gegen Pummeluff gespielt habe. Und dann habe ich gesagt, was für ein Schwachsinn spiel ich. Gegen den haben wir vorhin gespielt. Das war der mit dem Lunarstein, richtig? Ja, oder? Ja. Der mit dem Lunarstein. Ja, egal, auf jeden Fall können wir uns an den erinnern. Diesmal hat er sich vorbereitet auf unser Elektro-Pokémon, glaube ich, wa? Ja, diesmal sieht's gut aus. Lunarstein raus. Drei Electric Immunities. Holy shit, was ist das? Da hat er sich ein bisschen vorbereitet wohl. Auch Raichu, Mensch. Also, was sehen wir denn hier? Was gut Arbeit machen kann? Ich glaube, ohne Scheiß Everlock, weil wir haben doch gesehen gehabt, was der so... Der spielt nicht Focus Blast auf Raichu, der spielt nur Verrückte. Also, letztes Mal hat Everlock schon gewonnen gegen ihn, das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob er diesmal vorbereitet ist. Ja, der ist vorbereitet eher auf unser Raichu. Na, Raichu hat letztes Mal nicht so viel Arbeit gemacht. Ich glaube, Everlock war das Meister an Arbeit. Ja, auf jeden Fall, meine ich ja. So, also wir liegen nicht mit Trevenant, weil Kingler liegt potenziell da ist. Ja, ich kenne mich damit aus. Wir könnten Silvally leaden. Ich glaube, das ist. Ja, stimmt, damit der Raichu jetzt leadet. Komm. Der lädt halt Stunfisk. Ja! Da habe ich schon die ganze Zeit drauf geliebäugelt. Guck, perfekter Lead. Besser geht's eigentlich gar nicht. Der macht uns mit Earthquake wahrscheinlich auch nur 2%. Ja, Silvally wäre komplett bester Play gewesen. Und würde es einfach free. Absolut beste gewesen. Silvally hat Free 120er Multitech gedrückt, der hat keinen Switch in der Reihe. Ja. Aber nein! Du wolltest ja nicht, du hast gesagt, gab's Stunfisk. Du wolltest ja nicht, du hast vorher. Genau! Soll ich nochmal zurück rerollen? Du hast gesagt, gab dann halt Stunfisk. Das hast du ja, wenn du so stur bist,
Ich kann ja nichts kontrollieren. Was möchtest du denn machen? Was möchtest du denn machen? Nee, okay, dann führ du da jetzt das Match aus. Was möchtest du drücken? Ja, das ist eine scheiß Situation jetzt. Ja, wirklich, ne? Toll gemacht, echt. So, bitte. Das ist auf deinen Mist gewachsen. Da, die Suppe darfst du auslöffeln. Die Frage ist, gehen wir jetzt in Avalak in Hoffnung auf den Earthquake oder gehen wir in Traveland Hoffnung auf den Earthquake? Ja, ich freue mich. Das ist eine tolle Ausgangssituation jetzt. Ich glaube Avalak. Ah, dann halt Avalak-Idees. Ja, mach ruhig Iron Head oder so ein Quatsch, ne? Oh! Ja, wir können spinnen, Digga. Oh. Dann ist der Sash auch von dem Weg. Ja, will ich mitfallen. Glaube ich. 15% Schaden, ne? Da siehst du mal wieder das Pokémon. Oh, nein! No. Oh nein! Oh no! Ich bin mir sicher, wir wären schneller gewesen auf plus 1. Wir können aber. Können wir Body pressen oder wird hin zu nochmal Rocks legen? Ich kann mir vorstellen, er legt nochmal Rocks. Umso besser, dann sollen wir Body pressen, dann ist er weg zu dann nehmen wir einfach. Dann nehmen wir einen Hopser trotzdem. Ja, irgendwann passt. Werden wir. Ja, Earthquake macht 2. Guck hier. Ja. Und tschüss. Vielleicht ist er auch einfach dumm. Das ist jetzt ein bisschen gemein, ne? Der Typ spielt hier einfach nur an einem schönen Abend ein bisschen Pokémon und du beleidigst ihn direkt als dumm. Freundchen. Ne? Das ist ein bisschen nein. Gemein. Aber er hätte einfach safe seine Rocks rauslegen können. Das hätte er in der Tat machen können. Jetzt gehen wir ins Sunfisk. Das Gute ist, ich kenne diese Pokémon und die spielen nie Focus Blast. Deswegen können wir locker ins Sunfisk rein. Er kann auch einfach auf Surf gehen, theoretisch? Nein, tanken wir. Wir sind Spedef. Ja, ich weiß, wir können erkalken dann, was für ein Zetter ist. Wir haben noch nie gekalkt. Brauchen wir auch gar nicht. Grassnot. Ja, wir kalken. Okay, gut. Ich würde sagen, es gibt uns 3 Rocks. Was glaubt er denn, wer er eigentlich ist? Hä? Ja. Oh nein. Oh nein, da ist er, der Erzfeind. Oh nee. Ich mache mich schon, ich halte das hier schon in Schutzreichweite, okay? Ich schirme mein Mikrofon schon über. Oh nein. Wir können ins Valley pivoten. Ich habe so Panik dann, vor dem Vieh, ne? Ja, also der kann uns nicht knock-offen, wenn er wieder auf Aqua Break gehen. Glaube ich, unser Valley dürfte einen tanken, können wir pivoten und auf Everlock gehen. Jetzt kommt Agilität oder Schwertanz, ich rieche es. Ist okay, wir kriegen trotzdem Pivot raus. Okay. Bin ich bei dir? Liquidation? Ohoho! Der ist doch Bandit, oder? Hallo? Nee, der ist einfach nur Life Orb Skiforce. Oder Life Orb, ja, meine ich doch, ja. So, wir Parting Shot into Everlock. Okay. Was du nicht sagst, machen wir. Ich hör dir zu. Das ist kein Problem, das kriegen wir so hin. Ja, ist okay. Everlock, ist auf minus 1. Wir können damit leben. Ich glaube, wir können einmal Recover drücken oder meinst du direkt Body Press? Das Problem wird halt sein, Body Press wird auch nicht so viel Schaden machen gegen den. Aber. Wir haben halt immer noch die Option, wir können Savary revengen. Das heißt, ich glaube, wir könnten auf Body Press hier gehen. Revengen? Der macht gar keinen Schaden. Okay. Ja. Liquidation Agility. Wenn er SD mit dabei hat, wird er im Knockoff nur noch mit dabei haben. Ja. Und das ist reich gegen unser Team. Geil. Nice. Woo. Wenn es ein Kingler ist, was uns jetzt fertig macht und so, das wäre ja richtig toll. Richtig toll. Willst du einfach auf Recover gehen jetzt oder Body Press? Ich will Body Press, ich hab keine Lust, dass er SD drückt. Dann drückt Body Press. Rockslide kann uns nicht flinchen, aber. Oh, ja, ist fein. Oder? Rockslide macht 24. No, das ist nicht fein. Recover wäre definitiv der Play gewesen. Ja, wir können ja nicht wissen, dass der Rockslide darauf spielt. Wer spielt Rockslide auf einen Agility Kingler? Jeder. Ne, okay, such ich dir direkt raus und ich sag dir, bei der allerersten hier wirst du nicht, guck, wo siehst du das, wo, sag es mir, wo siehst du das bei Agility, wo, ja, kannst lesen, wo, das spielst du nochmal, geh mal runter auf Ziyu. Warte, Moment, wo sind wir denn, Piu, ja, Superpower, siehst du das? Rockslide vor Superpower. Spielt doch kein Schwein. Ich kenne doch meinen Kingler in dem Tier. Ja, leider nicht, sonst würden wir nicht an Knockoff sterben. Ja, dann keine Ahnung, I guess. Haben wir das Game wohl geschaut? Nein, haben wir nicht. Weil Silvelli macht ihn doch platt. Two-Shotten sollte auf jeden Fall trotzdem Multi-Attack. Und was soll er denn uns... Okay, Rockstar tut auch ein bisschen weh. Aber dann werfen wir jetzt Everlock weg, weil... werfen Everlock weg. Body Slam, das überlebt auch noch, Junge, du bist so blöd. Orange Puff Ball, Alter, du bist so blöd. Hast du vorhin nicht gesagt, warum beleidigst du denn einfach als blöd? Ja, weil jetzt ist er auch wirklich blöd, ganz ehrlich. Okay, wir müssen gehen, der Silvelli. Was? Der hat ein Elektro-Pokémon 2. Ja, wir können immer auf Stunfisk gehen. Ey, du, I'm the Heller, Alter, du kommst auf Ideen, ganz der ehrlich. Der kann nichts, Emolga. Ey, das war einer meiner MVPs in MPBL, ja, also sag hier nichts, der kann nichts. Okay, gut, er kann was. Ja. Aber nichts gegen Stunfisk. Okay, da gebe ich dir recht, ja. Da bin ich bei dir.
Ich glaube auch nicht, dass er jetzt mit so einem Quatsch kommt wie mit rechter Hand und so weiter, wie ich es in MPBL kennengelernt habe. Ja, ich glaube auch nicht. Wenn ja, es wäre okay für mich, wenn er mit rechter Hand kommt. Ja, doch, ich glaube, ich bin damit auch ganz fein. Ja. Ja. Hm? Das soll er mal ruhig drücken. Guck mal, der hat gar keine Zeit mehr. Hallo. Das wird schon sein. Ja. Stark. Ja. Hast du wohl. Mach einfach mal eine Edge raus. Baller eine Edge raus auf seinen. Wollen wir mal ein bisschen predicten, hier auf Earthquake gehen? Geh einfach auf Edge. Das trifft alles besser. Was geht denn jetzt ab? Entschuldigung. Jetzt können wir auf Earthquake gehen. Ja, weil wenn er drin bleibt und so weiter, stallen wir das so ein bisschen aus. Ja, ja. Boah, her damit. Ja, dein Inferno-Pot, du denkst, ja, mach ruhig. Die Leftovers brauchen wir gar nicht. Hier, dein Tailwind geht halt eben weg. Ja, nochmal Earthquake und dann bei der letzten Runde stone ich. Yes, yes, yes. Bleib ruhig drin. Bleib ruhig drin. Hat dir dein Tailwind ja fast was gebracht. Ich meine, okay. Also, er hat uns genockt auf. Ich meine, okay, nee, warte mal. Wenn, also... Ja, er wird halt eben jetzt... Nee, ist okay, ist okay. Der hat uns genockt auf, aber damit bin ich auch auf jeden Fall auch zufrieden. Doch. Ich habe jetzt ein bisschen Panik davor, dass er einfach irgendwie jetzt nochmal sein... Der kann doch gar nichts mehr drücken, oder? Der kann nichts drücken. Nur Inferno-Pot kann uns killen. Er kann uns nur Knock-Off. Perfekt. Jetzt können wir rocken. Jetzt kommt Edge. Jetzt. Nee, weil Edge. Ich hatte gerade voll Panik, aber Inferno-Pot ist ja das einzige Pokémon, was uns irgendwie was machen kann. Nee. Pipi sagt gar nichts gegen uns. Raichu, Surfer, aber... Wenn er jetzt sehr, sehr schlau ist, geht er auf Inferno-Pot. Jetzt. Ja. Tschüss. Ja, wir treffen. Natürlich treffen wir. Was? Klar, was erwartest du von Stunfisk? Ja, eben. Der mit seinem schönen Design kann der was machen. So, was machen wir jetzt zuerst? Silvally Pivot wieder? Ja, komm. Kostet es was wolle. Kommt jetzt halt der... Ja, Firelash macht gar nichts, genau. Und der ist nicht schneller als wir. Wir können free auf Multitech gehen. Ich würde pivoten. Willst du echt pivoten? Ja, immer pivoten. Der ist One-Shot. Wir haben jetzt die Möglichkeit, ihn zu killen. Direkt. Dann mach halt. Wir haben halt kein Attack-Investment. Also wenn der nicht stirbt daran, weil er irgendeinen richtigen crappy Gedöns da drauf spielt und so weiter, ne, dann ganz ehrlich, dann stecke ich mir live den Finger in den Po. Alles klar, dann machen wir das. Dann steck dir live den Finger in den Po. So. Ah, hast ein bisschen gehofft, ne? Ich hör so dieses Lachen in dir, in deiner Stimme. Ich hör so ganz... Ja, so ich hab's gehofft. So ein bisschen dieses... hoffentlich steckt er sich jetzt so den Finger in den Po. Wir können sogar Trevenant reingehen. Ja, lass Trevenant gehen, dann einfach Horny drücken. No. Aha, So, GG, Trevenant wieder den Sieg geholt. Oh, gegen das Pummeluff schon wieder. Orange Puffball ist traurig. Wollen wir draufbleiben? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, was er tun kann. Gesang vielleicht. Der schläfert uns jetzt ein, pass auf. Ja, nein, das ist ja noch viel schlimmer. Ey, wir kommen da durch, ganz einfach. Nee, wobei. Ja, ganz easy. Wollen wir den nicht noch behalten gegen das Raichu? Ich meine, wir haben zwei Electric Immunities. Er ist safe gespext. Ja, eben, aber. Ja, wir gehen Mr. Mime. Ja, wir gehen Hornleech, komm. Wir kommen einfach durch. Wish, nein. Nein, 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 nein. Halt sie wieder hoch. Mr. Mime, oder? Mr. Mime, ja. Oh Gott, es geht los. Was ist eigentlich mit dir los? Wir gehen in Mr. Mime. Ja, Hornleech! Ich wollte es ja ausprobieren. Das wäre doch... stell mal vor, wir wären durchgekommen. Das wäre die Geschichte gewesen, okay? Wollen wir mal Nasty plotten? Wollen wir ein bisschen Balls zeigen? Ja, wir zeigen mal Balls. Wir zeigen mal ein paar Klöten hier auf dem Tisch, na? Ja, Toxic, mach ruhig. Wir gewinnen das hier trotzdem gegen dich, Freunde. Psychic, tschüss. Der Krummlöffel, tschüss. Der kann uns nicht one-shotten, weil wir haben so viel Spedef. Never. Ich glaub, Specs kann uns schon one-shotten, aber er muss halt dann, Ja, yes. Und wir sind da, wo wir angefangen haben. Yes. Was? What the fuck? Wir haben einmal verloren. Ja, da war ich nämlich schon mal. Ich habe gerade deine letzten Leute ausgeglichen. Das ist echt nicht gut, weißt du das? Also ich meine, das ist gut, dass wir wieder hier oben sind. Ich bin dir auch sehr dankbar darüber. Weil das Problem ist, dass die Leute vorher... Rudelrocker war nicht schlecht. Kentakio auch nicht. Ich möchte diese letzte Person nicht ansprechen. Zu dem Wohle der Person. Ja, also, natürlich. Warte mal, lass mich mal ganz kurz ein bisschen jetzt hier ein bisschen begutachten, okay? Wo jetzt hier wirklich so der Punkt eins, ist. Wir sind eins vor Leather. Eins vor Leather. 1090 Guck mal, das Leather. Ist gar nichts, was wir machen müssen. Nichts eigentlich. Ich wäre da schon längst gewesen. Weißt du, die Folge mit Rudelrocker war sehr erfolgreich und so. Das war alles schön, aber ich. Flo! Egal. Anyway, ich wusste sogar auswendig. Ich hab 1090 halt gesagt, aber ich habe mich nur um 200 verschätzt. Oder so. Das ist natürlich ganz nah dran. Mann, wir müssen erschaffen, Mann. Stell dir vor, eine Letter wird ab 90 beginnen, ab 1090, aber 90. Ja, ja, die Letter beginnt bei 0. Kämpf dich hoch bis 1597, viel Glück.
Let's go. Naja, wie dem auch sei. Das war heute die Episode gemeinsam mit Vinicron. Checkt natürlich seinen Kanal in der Videobeschreibung ab. Dort habe ich auch ein Video mit ihm gemeinsam aufgenommen. Ne? Also, da werdet ihr auf jeden Fall auch nochmal die Veni-Sane-Action hier erleben. Mal gucken, ob wir da Matches auch verlieren werden. Ist ja diesmal nicht mein Kanal, also da ist mir das egal. Nee, schaut auf jeden Fall da vorbei. Macht auch MPBL. Haut rein. Und tschüss. Bye, bye.